Der Nintendo PlayStation Prototyp wird aktuell versteigert. Ich weiß schon. Anfang letzter Woche lag das Gebot bei $350.000. Ich dachte, die wurde sogar schon versteigert. Aber ja. Ein Superboy, tragbares NES mit Display. Super NES. Das ist aber nicht offiziell, ne? Das ist so ein Fanmade-Ding. Die GameCube-Version von Zelda Four Swords musste man auch mit 4 Game Boy Advance und Kabel zocken, genau. Mich reizen Achievements nicht, wenn ein gutes Spiel spiele ich es, wenn nicht, dann nicht. Eben mich leider eben auch nicht. Was ich fast schade finde. Weil ich kann schon verstehen, dass das nochmal eine ganz neue Motivationsebene bietet, wenn man dafür anfällig ist. Aber für mich ist es auch, ob jetzt da irgend so eine Gamerscore höher wird, wenn ich irgendein Spiel spiele oder nicht, ist leider mir sowas von wurscht. Schade eigentlich. Fantasy Star Online habe ich ständig mit meinem Bruder gezockt. Ja, ich hatte einen guten Freund. Oder den gibt's noch. Aber damals war der halt, entweder war ich bei ihm oder er bei mir. Und entweder haben wir bei ihm auf seiner Xbox Halo gespielt oder bei mir auf dem GameCube Fantasy Star Online zu zweit. Und das war schon cool. Wir haben es nie geschafft, das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Höchster Schwierigkeitsgrad, letztes Level, keine Chance. Aber ansonsten haben wir alles gemacht, was man machen kann in dem Spiel, so ziemlich. War schon cool. Hat es im World of Warcraft ganz gut gemacht, wo es für Achievements Haustiere, Transmog-Gear gibt. Oder Mounts. Ja genau, wenn man wirklich Ingame-Belohnung gibt. Ich dachte ja ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal von Achievements gehört habe auf der Xbox 360, dass man irgendwie für die Punkte irgendwas kriegt, dass man irgendwie einen Rabatt kriegt, wenn man was kauft oder irgendwas freischalten kann, weil ich mir immer gedacht habe, ja gut, man kriegt Punkte, aber was macht man mit den Punkten? Und irgendwie habe ich nie so eine richtige Antwort gefunden, was man mit den Punkten macht. Und das hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, nix. Man macht nichts mit den Punkten. Man hat die dann einfach. War mir von Anfang an nicht ganz klar, das Konzept, warum das irgendwie, was das soll. Aber scheinbar funktioniert eben für sehr viele sehr gut. Four Swords Adventure für den GameCube war ein anderes Spiel als das Zelda Four Swords. Da gab's. Gibt's da. Wie viel gibt's denn da? Drei? Zwei oder drei, oder? Gibt's von diesen. Ach so, nee, warte mal. Mittlerweile. Ich weiß es nicht, aber da gab's ja einige. Da wurde ja fast schon eine eigene Reihe aus diesen Multiplayer-Zeldas irgendwie. Da gibt's ja ganz viele. Oder einige zumindest. Achso, die ist wirklich schon vorbei, die Versteigerung. Ging für 1,2 Millionen Dollar weg, die Nintendo PlayStation. Ach ja, das geht ja. Der Dollar ist momentan eh nichts wert. Nee, Quatsch. Triforce Heroes. Ist das das Neueste, dass man dann zu dritt spielt oder so? Da gab es doch dann auch eins mit Kostümen. Ist das das? Wo dann irgendwie die Links teilweise ganz bizarre Kostüme anziehen und dadurch Fähigkeiten kriegen. So ein Multiplayer, fast schon so MMO-mäßig, also so mit Klassen, auf die man sich spezialisiert und sowas. Für den DS gab es ja zum Beispiel, die fand ich eigentlich echt sehr cool, diese Mii-Spiele, diese auf der Hardware des DS fest installierten Mii-Spiele, diese Street-Pass-Spiele. Das war ein total bizarres, aber echt cooles Konzept, echt neu auch. Also sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Da ging man quasi mit seinem DS im Standby-Modus spazieren.
Das war der erste Schritt, den man machen musste. Für alle, die es nicht kennen, erkläre ich das mal. Ich glaube, das ist nämlich nicht sehr bekannt. Und man hat dann darauf gehofft, dass man andere Leute trifft, die auch einen DS im Standby-Modus in der Tasche haben. Und dann, wenn das passiert ist, wenn zwei DS von Fremden eine Verbindung aufgebaut haben, wurden die Miis ausgetauscht. Und dann, wenn man zu Hause war, hat man seinen Street-Pass-Modus gestartet und dann hieß es, hey, du hast hier 10 Leute getroffen. Und dann standen die alle in einer Reihe und haben sich vorgestellt, haben dann immer so gesagt, hallo, ich bin der Noob-Destroyer 90, ich mag Hunde und Apfelkuchen oder irgendwie sowas halt dann. Und dann gab es da eine Reihe von verschiedenen Spielen mit ganz unterschiedlichen Genren. Das waren Puzzlespiele und so ganz simple RPGs, wo man sich wirklich durch so einen Abenteuermodus durchkämpfen musste und lauter so Sachen. Und die Spieler, die Figuren, die man getroffen hat, die Miis, waren die Helden in diesen Minispielen. Und je mehr du getroffen hast, desto länger konntest du spielen und desto mehr Fortschritt konntest du machen. Und da bin ich wirklich eine Zeit lang immer, also da habe ich den DS wirklich immer dabei gehabt und habe mich immer gefreut, wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause komme, um zu gucken, wen ich wieder alles getroffen habe. Und habe da wirklich die Spiele gesuchtet, richtig. Das war richtig cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem war es dann auch cool, wenn man immer wieder die gleichen Leute trifft, immer wieder die gleichen Miis. Und man hat sich dann schon im Bus umgesehen und gefragt, wer könnte es sein? Wen treffe ich da die ganze Zeit? Wer ist der Besitzer dieses Miis? Wessen Avatar ist da einer meiner berühmtesten Helden? Das war cool. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich finde es erstens schade, dass die Wii sowas gar nicht mehr hat, die Switch meine ich. Und zweitens hätte ich es schon immer cool gefunden, wenn da zum Beispiel auch wieder mehr Verknüpfung mit irgendwelchen Spielen, mit offiziellen Nintendo-Spielen wenigstens war. Es gab, eins von diesen Spielen war im Grunde einfach nur, dass man Puzzleteile sammelt. Man erhielt dann von jedem, den man getroffen hat, ein Puzzleteil. Und da gab es dann wirklich für alle möglichen Spiele neue Puzzle. Aber das war die einzige Verknüpfung, die es da ein bisschen gab. Hätte man mehr draus machen können. Aber grundsätzlich fand ich das schon immer super. Die Merlin schreibt auch gerade, das war so cool. In Berlin habe ich mal den Mii vom Chef. Das stimmt. Das war, glaube ich. Ich habe da nämlich dann gegoogelt, weil die Nintendo-Mitarbeiter hatten spezielle Miis mit goldenen T-Shirts. Die konnte sonst keiner machen. Daran hat man die erkannt. Dann habe ich den Namen mal gegoogelt, weil die Merlin da irgendwie einen goldenen Mii bekommen hat. Und es war irgendwie der Komponist von irgendeiner sehr bekannten Nintendo-Reihe. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendein hohes Tier bei Nintendo und berühmter Komponist bei Nintendo. Aber das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber cool, genau, stimmt. Ja, in meinem Freundeskreis gab es das auch nicht. Die Merlin hatte dann eben ein. Wir beide hatten uns dann quasi ständig, aber mit einem Mii kann man nicht viel anfangen bei den meisten Spielen. Gerade da gab es dann auch so einen Side-Scroll-Space-Shooter. Mit einem Schiff konnte man da kaum was reißen. Außer man war sehr gut. Deswegen hat das nicht so viel gebracht, aber cool war das auf jeden Fall. Ach, eine goldene Hose. Genau, die Hosen waren golden, nicht die T-Shirts. So war das. Katka hatte Miyamoto und Iwata. Iwatawa. Das ist natürlich cool. Street Pass Mii Lobby hieß das. Cool. Genau. Da gab es dann irgendwann mal noch ein Add-on quasi. Da hat man nochmal einen ganzen Haufen Spiele dazu bekommen. Das haben wir dann auch gekauft. Und das war's wert. Coole Spiele. Ein paar sind ein bisschen nicht so cool gewesen. Wie dieses Angelspiel und so. Das hat mir nie so gefallen, aber ein paar waren wirklich sehr cool. Gerade diese RPGs, wo man sich wirklich so mit mehr oder weniger rundenbasierenden, sehr simplen rundenbasierenden Kämpfen mit seinen Helden durchgekämpft hat. Dann gab es so ein Geisterschloss, das man durch Puzzleteile so Tetris-artig selber zusammengebaut hat. Und so ein Zombie-Spiel, wo man dann wirklich von, also jeder, das war ganz witzig, weil jeder Mii, den man getroffen hat, hat dann seinen eigenen Mii mit einer Waffe für den Nahkampf gegen die Zombies ausgestattet. Da gab es dann extrem viel lustige Sachen. Das war cool. Ja, ich habe das da mal nachgelesen. Diese Nintendo-Mies haben sich ja quasi verbreitet.
Das muss gar nicht sein, dass du die persönlich getroffen habt oder dass ihr die persönlich getroffen habt, sondern die konnten andere anstecken. Also wenn einer diese Goldhosen mies hatte, dann konnte der die wieder an andere DS weiter übertragen. Ich weiß nicht genau, nach welchem Prinzip das funktionierte, aber irgendwie waren die wie ein Virus, diese Goldhosen, die sich verbreitet haben. Ich habe dann nämlich von dir auch den Goldhosen-Komponisten bekommen. Das war cool. Ich hätte wirklich gehofft, als die Switch angekündigt wurde, dass die das Feature auch wieder einbauen. Würde mich dazu motivieren, viel mehr spazieren zu gehen wahrscheinlich. Das Angeln war räudig, schreibt der Katka. Ja, das hat mir auch nicht Spaß gemacht. Die Goldhosen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der war auch in den Spielen, in manchen Spielen zumindest irgendwie super awesome, oder? Der war, glaube ich, in manchen Spielen so ein Joker. Weil man musste ja manchmal, also das muss ich vielleicht noch erklären, weil man kann quasi unter anderem, neben ganz viel anderen, wenn man seinen Mii baut, seine Lieblingsfarbe bestimmen. Und die Lieblingsfarbe bestimmt auch die Farbe des T-Shirts, des Pullovers, des Mies. Und in ganz vielen Spielen hing quasi die Fähigkeit von dem Helden von der Farbe des Pullovers ab. Und da gab es zum Beispiel so was Rollenspielartiges, da musste man dann teilweise die Farbe des Charakters an die Gegner anpassen. Weil zum Beispiel der rote, also Charaktere mit rotem Pullover können eine Feuerattacke und nur die konnten Eismonster besiegen. Und ich meine, dass die Goldhosen da irgendwie so spezielle Joker waren. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das so in Erinnerung, dass die Goldhosen irgendwie super waren. Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Wer weiß. Das war so ein tolles Feature. Das war wirklich so ein tolles Feature, finde ich. Verdammt. Und deswegen mache ich Nintendo. Also, wie vorher schon gesagt, auch vor allem bestimmt aus nostalgischen Gründen, aber die machen halt einfach immer wieder komisches Zeug. Und manches davon ist einfach genial. Und anderes ist echt weird und komisch und seltsam. Aber eben trauen die sich halt. Wirklich. Also ich würde schon behaupten, glaube ich, oder, dass so im Konsolengeschäft Nintendo zu den größten Innovatoren gehört. Sega war auch ziemlich cool dabei, was so Innovation angeht. Aber ich würde schon sagen, dass von den aktuellen Herstellern Nintendo wahrscheinlich schon der größte Innovationsträger ist. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Ohne zu fanboyig zu klingen. Da gab es dann auch mal eine Zeit lang bei McDonald's und danach, glaube ich, bei GameStop oder andersrum, ich weiß nicht mehr, gab es dann so Nintendo Zones und da hast du dann automatisch 10 Miis aus aller Welt bekommen über diese Street Pass Funktion. Also Gimmick. Das Zombie-Ding fand ich mega lustig, wo die Hobbys die Waffen waren, genau. Wie die Zweihand-Wii-Fernbedienung. Nicht nur die Farben, auch die Hobbys und so weiter. Genau, ich weiß, ich habe nur gerade gemeint, in diesem einen rollenspielartigen Ding, rundenbasierenden Kampfding, da waren es die Farben vor allem. Die Goldhosen waren in allem überpowered, Maximallevel direkt. Und haben, glaube ich, alles gekonnt. Ja, genau, stimmt, weil du das gerade ansprichst. Das war ja auch das Coole, weil die stärker wurden, je öfter man die getroffen hat.
Irgendwie so Mechaniken gab es auch noch. Und man konnte ja dann quasi mit Goldpunkten, die man fürs Spazierengehen verdient, durch den Schrittzähler, konnte man dann auch alte Mies, die man schon mal getroffen hat, wieder anwerben. Vater, was ist denn los? Du bist schon wieder so nervig. Vaterchen. Und wenn was nicht geklappt, haben die ja Gehalt zurück. Wie Iwata, der glaube ich 80% seines Gehalts drauf verzichtet hat, um die Wii, weil die Wii U gefloppt ist. Ja, aber ich meine, das ist ja auch cool. Also, das ist ja, finde ich, auch total cool, dass man eben einfach viel riskiert und dann geht natürlich auch einiges in die Hose, aber ist ja dann auch okay, mein Gott. Kann ja nicht jedes Konzept, mit dem man daherkommt, ein Erfolg sein. Das macht ja auch nichts. Nintendo sitzt ja anscheinend auf riesigen Summen Geld. Die können sich das halt auch erlauben. Die meisten Entwickler, gerade im Westen, haben halt eher die Philosophie, dass alles, was da ist, investiert wird. Dadurch hat man nie was und deswegen muss alles, in was man investiert, erfolgreich sein. Und da hat man halt einen ganz anderen Druck. Nintendo sitzt ja auch ewig lang teilweise auf ihren Spielen und dann wird noch ein bisschen gepolished und dann wird hier noch ein bisschen geguckt. Dann schaut man so, ne, nächstes Jahr vielleicht erst releasen, damit es dieses Jahr nicht mit dem Titel irgendwie sich konkurriert. Die sind da, die haben da eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Philosophie. Die könnten wahrscheinlich, wenn die ihre unglaublichen Geldmengen investieren, natürlich viel krasseren Scheiß raushauen, aber die Sicherheit halt verlieren und den Komfort, den sie auch in gewisser Weise haben dadurch. Und das fände ich schade. Weil das, der hohe Grad an Polishing ist ja auch was, das Nintendo ausmacht. Das ist ja auch so, das habe ich auch schon von Spielredakteuren gehört, dass die sagen, wenn die irgendwelche Beta-Versionen von Spielen kriegen von Nintendo und da sind irgendwelche Bugs drin, dann werden die in dem Vortest, in dem Preview quasi nicht berücksichtigt, weil die bei Nintendo einfach wissen, im fertigen Spiel sind keine Bugs. Letztendlich, wenn man sich Speedruns anguckt, eine Fehleinschätzung, aber man muss schon sehr gezielt danach suchen, damit man die finden kann, in der Regel. Da gab's doch mal irgendeine Geschichte, ich habe die nur noch so vage im Hintergrund. Ich glaube, bei Ocarina of Time in Japan gab's irgendwie eine Auslieferung, die irgendeinen Bug hatte. Irgendwie, wenn man was sehr Spezifisches gemacht hat, konnte das Savegame korrumpieren oder so. Und dann, wie war das? Große Rückrufaktion oder wurde da ein USB-Stick an alle geschickt? Irgendwas war da, glaube ich. Irgendeine Riesenaktion, damit dieser eigentlich sehr unwahrscheinliche Bug, der das Savegame kaputt machen konnte, repariert werden konnte. War halt noch zu Prä-Internet-Zeiten. Da war das natürlich noch viel problematischer. Autsch! TNT! Ja, das sind wirklich Strecken, die habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, ich bin schon alles gefahren, aber ich glaube, den Cup habe ich irgendwie ausgelassen. Keine Ahnung. Na komm schon! Ich sollte nicht so viel in den Chat schauen.
sich mit dem Drachen anlegt, kriegt sein Feuer zu spüren. Chat, da bin ich wieder. Nintendo muss auch unabhängig sein. Ich glaube, wenn das nicht mehr geht, gehen die kaputt. Ich würde mir da auch Sorgen machen. Sollte, also gerade zu Zeiten von GameCube und dann später Wii U, die Flop-Konsolen, wo andere Firmen wie Sega dann zum Beispiel gescheitert sind, habe ich mir immer gedacht, was wäre, wenn Nintendo jetzt wirklich aus dem Konsolengeschäft aussteigt und nur noch Spiele macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr problematisch wäre, wenn die nicht mehr für ihre eigene Hardware entwickeln würden und mit ihrem eigenen Pacing und eigenverantwortlich, also komplett unabhängig entwickeln könnten. Ich glaube auch, dass das Qualitätsverlust bedeuten könnte. Man könnte das ja von Sega so ein bisschen ableiten. Die publishen zwar immer noch gerade für den PC teilweise sehr coole Spiele, aber die hauseigenen Spiele sind ehrlich gesagt großteils echt nicht mehr gut, seit die keine Konsolen mehr herstellen. Dabei waren die mal irgendwie so gut. Schade. Mit dem Virtual Boy habe ich mich heute witzigerweise beschäftigt. So einen hätte ich ehrlich gesagt gerne für meine Nintendo-Sammlung. Irgendwie wäre das schon ziemlich cool. So ein Virtual Boy, den könnte man auch relativ leicht vervollständigen. Also ich weiß nicht, wie viel die Spiele wert sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die teilweise echt groß teuer sind. Aber von der Quantität her gäbe es nicht so viele. Das wäre witzig auf jeden Fall. Die Sammlung könnte man vervollständigen. Das ist irgendwie beim Super Nintendo mit seinen 900 oder so schon schwieriger. Oder ist es sogar der NES schon mit so vielen? Ich weiß es nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall einige mehr. Die Konsole kostet 500 Euro aufwärts, je nach Zustand. Ich finde, das geht sogar noch einigermaßen, aber gut. Wenn ich mich halt dann irgendwie entscheiden muss, ob ich mir den Virtual Boy oder die PlayStation 5 kaufe. Schwierig. Und dann will ich eben nicht wissen, wie viel die einzelnen 21 Spiele für das Ding noch kosten. Wahrscheinlich je nachdem auch sehr unterschiedlich. Aber frag mich nach dem Preis der Games. Gut, ich will ja auch alles. Ach, hast du da, wenn du da recherchiert hast, dann sag mal, würde mich interessieren. Gibt inzwischen sogar Emulatoren dafür. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Aber funktioniert das dann? Da muss man sich ja... Oder fürs VR-Headset dann, oder wie? Das könnte funktionieren. Das wäre witzig eigentlich sogar. Das wäre natürlich, ich meine, für den Preis kann man sich natürlich auch ein Vive-Headset oder sowas kaufen und dann einfach einen Emulator für Dingsy runterladen, wenn es da einen gibt. Das ist natürlich eine Alternative. Ich habe nichts von ROMs gesagt. Nur Emulatoren, die vollkommen legal und harmlos sind. Hey, interessiert sich irgendjemand für Virtual Boy ROMs? Ja, Nintendo vielleicht schon. Nintendo ist da ein bisschen speziell, wenn es um sowas geht. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass die dann da Terror machen würden. Wenn man sich irgendwie Virtual Boy ROMs runterlädt oder sowas. Wer weiß.
Autsch. Oh Gott, so viel Text. Im Chat. Was macht denn diese Kiste? Es gibt so Ausrufezeichen-Kisten, die gewisse Events auf der Bahn starten. Und hier gibt es auch eine, aber ich weiß nicht, was die eigentlich macht. Viele legen dann irgendwie einen Schalter um und wechseln eine Gefahrenquelle von einer Streckenvariation auf die andere, von einer Bahn auf die andere oder so Sachen. Aber hier, keine Ahnung. Der 98 in Japan erschienene Game Boy 2 ist eine leicht verbesserte Variante des Super Game Boys. Mit Link-Port, Mehrspielermodus des Game Boys und den Game Boy Printer. Ja, natürlich. Man braucht natürlich für seine stationäre Heimkonsole den Game Boy Printer. Der, glaube ich, nur von der Game Boy Kamera unterstützt wird, oder? Das ist wichtig. Des Weiteren sind in das Super Game Boy 2 Modul zweifarbige LEDs eingebaut. Wow, ein rotleuchtendes Signal, dass das Modul eingeschaltet ist. Ein grünleuchtendes zeigt den Status des Linkports. Ach was. Ich habe mir wieder ein Game Boy Spiel für 150 Euro gegönnt. Welches denn? Am Emulieren ist nichts Schlechtes, solange ich das Originalspiel nutze. Dann habe ich nichts gesagt. Aber für mich funktioniert das nicht ohne Originalcontroller. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Das finde ich auch. Wenn man so alte Klassiker emuliert spielt und hat nicht den Originalcontroller dazu. Aber auch die gibt's ja mittlerweile. Ob die sich dann auch so anfühlen, so originalgetreu, das weiß ich nicht. Aber gerade so Super Nintendo und NES-Controller-Klone für den PC gibt's wie Sand am Meer. Zur Not irgendwo aus China oder so, aber gibt's auf jeden Fall wie Sand am Meer, theoretisch. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob die das Spielgefühl dann auch wirklich wiedergeben. Wer weiß. Außerdem gäbe es ohne Emulator wahrscheinlich kein Mario Maker, wer weiß. Angeblich sind ja die Entwickler auf die Idee gekommen, weil sie irgendwie beim letzten Mario gemeinsam da saßen und drum gebaut haben und super Spaß hatten dabei. Dann haben sie sich gedacht, da sollten wir ein Spiel draus machen. €400, damit der N64 HDMI-fähig wird. Aber das war es mir wert. Kann ich verstehen. Ich meine, könnte ich mir zurzeit wirklich absolut nicht leisten. Aber wenn ich es mir leisten könnte, könnte das was sein, das ich auch machen würde. Theoretisch zumindest. Dass den Zelda DX zum Beispiel Bilder machen können oder freischalten können, die man ausdrucken konnte. Ach was, na schau. Gibt ja auch Adapter. Ah, für die echten Controller. Ach so, na schau. Das ist ja cool natürlich. Bubble Ghost. Das sagt mir gerade gar nichts. Komplett im bestmöglichen Zustand. Den besten Gameboy Soundtrack. Ich google mal Bubble Ghost. Ich will mal Bilder dazu sehen, ob mir das was sagt, wenn ich sehe. Ich kenne nur Bubble Bobble. Und wo? Oh. Bubble Ghost Longplay. Nee, ich glaube, das kenne ich leider nicht. Sieht crazy aus. Man ist quasi Patrick Star und jongliert einen Ball durch Labyrinthe. Ist ein Geist, der eine Blase durch Labyrinthe pustet. Ah ja. Warum nicht? Es sind ja oft so eher bizarre
und seltsame auch teilweise Konzepte, die dann unglaublich viel Spaß machen. Wie Kuru Kuru Kururin oder Krilli Krilli Krillin, wie auch immer man das aussprechen mag, wo man einfach nur eine rotierende Stange durch Labyrinthe bewegt. Das allein ist echt cool. Wie hieß das Spiel, wo das gleiche Spielprinzip mit der Limousine und echt gefilmten Zwischensequenzen umgesetzt wurde? Habe ich auch mal gestreamt. War witzig. Roundabout, genau, Roundabout. Bescheuertes Spiel. Echt lustig. Für die Switch gibt es jetzt ein neues Spiel. Squiddle oder so ähnlich. Das quasi ein Gameboy-Spiel darstellen soll, aber keins ist. Squid, irgendwas mit Squid, wo ich mir gedacht habe, cool. War das, das du mir Katka mal empfohlen hast, oder war das wieder ein anderes? Ich bring das alles durcheinander. Nee, genau, das hast du mir empfohlen, aber das meinte ich nicht. Save Me, Mr. Taco meinte ich nicht. Ich meinte ein anderes. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur im Shop jetzt gesehen. Das kam erst vor kurzem raus und heißt irgendwie Squiddle oder Squiddy oder Squiddo. Moment mal, warte mal. Ich muss mal schnell nachschauen. Da werden jetzt keine empfindlichen Daten gestreamt, wenn ich hier drauf drücke, oder? Ich glaube nicht. Was spielen wir denn auf der Switch? Entdecken. Ich glaube, wenn ich zu aktuell. Ah, ich habe das, glaube ich, auf meiner Wunschliste sogar. Damit ich's, weil ich es nicht vergessen wollte, weil ich es mir mal anschauen wollte. Squidlit. Squidlit heißt's. Genau, Katka schreibt es auch gerade. Das eben sehr stark versucht, ein Handheld-Spiel zu sein. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber interessant ist es auf jeden Fall.